Hallo, ich bin Christina von MeshCloud und jetzt gibt es 60 Sekunden zum Thema Cloud Foundation. Starten wir damit, was eine Cloud Foundation nicht ist. Wenn wir in die IT-Strukturen großer Unternehmen schauen, finden wir dort oft alteingesessene Silos. Teams, die verantwortlich sind für einzelne IT-Funktionen wie IAM, Netzwerk, Security oder ein Serviceportal. Wenn solche Unternehmen nun in die Cloud gehen, ist es verlockend, solche Strukturen fortzuführen. Das führt dazu, dass Entwicklungsteams, die gerne in der Cloud arbeiten würden, bis zu 5 Anlaufstellen haben. Ein Serviceportal für die Bestellung der Umgebung, ein Ticket-Tool für die Berechtigung, ein Prozess für die Security, ihr wisst schon. Die Cloud Foundation dreht den Spieß um. Es wird ein crossfunktionales Team geschaffen, dessen Aufgabe es ist, Entwicklungsteams all das bereitzustellen, was sie für den erfolgreichen Betrieb einer Applikation in der Cloud benötigen. Die Vorteile: Entwicklungsteams werden produktiver, weil sie schneller in die Cloud kommen. Die Foundation skaliert, weil Prozesse vollautomatisiert auf einer Plattform integriert werden. Und man spart Ressourcen, weil Self-Service manuelle Administration ersetzt.